Heiß ist es in Athen. Richtig heiß. Oben auf der Akropolis genauso wie unten in der Altstadt. Ein schweißtreibender Auftakt? Nicht für mich. Denn ich kenne genau den richtigen Ort. Die Athener Riviera. Denn ja, auch das ist Athen. Hier am Voyage-Mini-Strand fängt mein perfektes Wochenende an. Ich ziehe mich jetzt um für meine erste Surflektion. Surflehrer Konstantinos Economides bereitet schon mal das Board vor. Worauf muss ich beim ersten Mal achten? Beim Windsurfen dreht sich alles um den Wind. Darauf musst du Acht geben. Und die Balance ist wichtig. Deine Beine müssen gut arbeiten, wenn du auf dem Board stehst. Aber vor allem musst du ruhig bleiben. Das ist das Wichtigste auf dem Meer. Ruhig bleiben und das Segeln genießen. Denn Windsurfen ist Segeln. Ich wusste, dass das passiert. Okay, nächster Versuch. Auf jeden Fall ist das mein Aktivtipp. Wassersport an der Athener Riviera. Nach der Abkühlung lassen sich die Temperaturen in der Altstadt Athens, der Plaka, viel besser ertragen. Hier gibt es viele kleine Gassen mit Cafés, Restaurants und Geschäften. Und immer wieder Spuren der antiken Vergangenheit. Rund um den Monastiraki-Platz hat die griechische Sandale ihren großen Auftritt. In einer Seitenstraße fertigt Pantelis Melissinos den Klassiker des griechischen Schuhwerks noch per Hand. Und das in dritter Generation. In diesem Laden kauften schon Stars wie Sophia Loren, die Beatles und Jackie Kennedy Onassis ein. Was macht die griechische Sandale so anziehend? Sie ist zugleich stylisch und praktisch. Und natürlich steht sie für die griechischen Sommer. Die Sonne, das Meer, die Liebesgeschichten auf den Inseln. Das will ich selbst erleben und darf mal ein paar anprobieren. Mein Tipp für ein Souvenir: griechische Sandalen. Über Athen geht die Sonne unter und ich habe Hunger. In der Taverne Klimateria gibt es traditionelle griechische Küche. Würde ich alles probieren. Aber ich vertraue Besitzerin Maria Soto, die uns ein Menü mit Fleisch, Fisch und Gemüse zusammenstellt. Mein kulinarischer Tipp: geschmortes Lamm und Moussaka. Tag 2 steht ganz im Zeichen von Athens berühmtem Burgberg, der Akropolis. Seit 2009 sind im Akropolis Museum Fundstücke aus der antiken Stadtfestung verwahrt. Die oberste Etage zeigt im Angesicht des echten Haupttempels eine moderne Nachbildung des Parthenon. Der Museumsdirektor erklärt mir, warum Teile im Fries fehlen. Wir zeigen hier alles, was wir vom Parthenon besitzen. Aber die Hälfte der Ausstellungsstücke sind nur Kopien der Originale. Die meisten davon sind im Britischen Museum. Seit 1982 wird um eine mögliche Rückgabe gestritten. Mein Kulturtipp: das Akropolis-Museum. Den echten Festungshügel mit seinen jahrtausendealten Tempeln lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Akropolis heißen übrigens alle antiken Stadtfestungen in Griechenland. Aber die Athener Akropolis ist die berühmteste. Sie ist der Stadtgöttin Athene geweiht. Von hier oben habe ich auch eine tolle Aussicht auf die Stadt mit dem antiken Marktplatz und dem Tempel des Hephaistos. Den Blick auf die Akropolis will ich auch am Abend noch mal genießen. Dachterrassenbars werden in Athen immer beliebter, so wie die des Hotels Elektra Metropolis. Barkeeper Theodor Fikios will ich mit seiner Kreation überraschen. Wow. Was ist das? Ein Geschenk der Götter. Geschenk der Götter? Warum heißt das so? Weil es ein Geschenk der Götter ist. Mein Spezialtipp: eine Dachterrassenbar besuchen. Mit dem Geschenk der Götter in der Hand schaue ich auf den Sitz der Götter. Ein perfekter Abschluss für mein Wochenende in Athen.